Hallihallo, Freunde. Schaut mal, was ich hier... Ich habe wieder viel zu viel Geld für Pokémon-Karten ausgegeben. Schimmernde Legenden, die Elite-Trainer, oder wie sie im Deutschen heißt, Top-Trainer-Box. Ich finde Elite-Trainer klingt viel geiler. Machen wir jetzt auf. Die gibt es ja schon länger. Ich habe noch nie so eine aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was da drin erwartet. Anscheinend ein Heft mit... Ah, guckt mal. Und zwar ist hier eine Kontrollliste mit allen Pokémon-Karten, die es in dem Set drin gibt, in dem Shining Legends. Habe ich schon gesagt, dass es Shining Legends ist? Schimmernde Legenden haben wir ja schon auf Japanisch auf... Nee, ich glaube, waren die Japanisch oder waren die... Keine Ahnung, haben wir ja schon mal... Jetzt haben wir es hier auch auf Deutsch. Wir haben diese netten Sleeves, diese Kartenhüllen mit Ho-Oh hinten drauf. Wir haben 40 Energiekarten. Yay! Wir haben Würfel. Und das sind diese Schadensmarkenwürfel. Wir haben... Ah, das ist schon ein Booster, der einfach oben drauf lag. Was auch immer das ist. Wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Oder es steht bestimmt hinten drauf. Was? Moment. Es steht bestimmt hinten... Was steht denn da? Kunststoffmarken zum Zählen. Ah, spezieller Zustände, das sind die hier. Kartenhüllen, bla bla blub, Schadensmarken, Münzwürfel. Eine Sammelbox mit 4 Trennstegen. Ah, das ist, da kommen dann die Karten rein. So. Ah, oh mein Gott, Leute, ich hab's raus. Ich hab's raus. Guck mal, wenn wir das jetzt nämlich so nehmen und es zwischen den rausgenommen haben, haben wir eine perfekte Box. Ich hab den Dreh raus. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Wo ist meine Promokarte? Da sollte noch eine Promokarte drin sein. Da ist meine Promokarte. Schaut mal, Alter, ist das geil. Schimmerndes Ho-Oh, shiny Ho-Oh. Mit einem ziemlich starken Feuersturm, wenn ich das mal sagen darf. 110. Ich muss eine Energiekarte ablegen. Oh, das glitzert voll geil. Ich weiß nicht, ob man das glitzern sieht. Für eine Promokarte ist das echt Deluxe. Obwohl, ich habe letztens ein Promo Turtok EX oder GX, ich weiß nicht, ich glaube es war EX, gesehen. Das Full Art, das war sick. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, ob man die... Das ist so ein spezielles Glitzern, wie bei den Full Art EX Karten. Mega geil, mega geil. Ich mache am besten gleich mal für die Karten, die wir kriegen, hier die Hüllen auf. Da kann ich nämlich gleich unser dieses kleines Ho-Oh reintun. So, in die Hülle rein. Wundervoll. Denn wir werden mit Sicherheit noch eine seltene Karte rauskriegen. Wir haben 10 Booster Packs. 10! So, und weil wir 10 Booster Packs haben und ich noch gar nicht damit angefangen habe, die aufzumachen, nach 3 Minuten, fangen wir direkt mal an mit Shiny Rayquaza. Hoffentlich ist auch ein Shiny Rayquaza drin. Das wäre sehr nice. Jetzt weiß ich leider nicht genau, wie viele ich von hinten... Ich glaube, 2. Von hinten können nach vorne. Ja, das sind 2 oder 3. Ich weiß nicht, wie es bei Shining Legends ist. Bei manchen gibt es dann ja noch... Ah nee, Golgantis könnte schon die Rare sein. Da bin ich mir gar nicht sicher. Egal. Wir haben Butchelin. Moment. Das Butchelin ist gar nicht so schlecht für den Anfang. So, zweite Entwicklung hat einen 120er Schaden. 3 Energiekarten, gibt sich halt leider selbst 30 Schadenspunkte zu. Aber wenn man sowas wie stürmendes Meer hat, könnte das gar nicht so schlecht sein. Knilz. Wir haben Flammiau. Ein Ignivor. Felilu. Ein süßes kleines Mino mit einem Puzzle im Hintergrund. Süßes Artwork. Guck mal. Voll knuffig. Ein Kapilz. Und ein Palkia. Das habe ich auch schon aus dem anderen Booster gehabt. Und eine Energiekarte. Ah, wir müssen sogar, guck mal, wir müssen sogar 4 nach vorne tun. Okay, cool. Das Palkia mag ich. Bin ich zufrieden mit. Machen wir weiter mit Mewtwo. Gib mir was Gutes. So. Eins. Halt, das ist eine Codekarte.
1, 2, 3, 4 nach vorne. Wir haben eine Wasserenergiekarte, wir haben Elektroball. Upsa. Wir haben, ich stoße gegen meine Kamera, einen Superball. Eine Doppelfarblos-Energiekarte. Flamiao schon wieder. Ignivor schon wieder. Kapilz schon wieder. Mizunda. Ich sehe da schon was glitzern im Hintergrund. Oh, dieses Artwork. Ich zögere das jetzt raus. Die Kamera ist gerade ein bisschen schief. Entschuldigung, deswegen. Ich liebe dieses Artwork. Dieses Artwork ist so toll. Oh, und eine. Eine glitzernde Doppelfarblos-Energie. Und. Oh mein Gott. Es ist fucking Entei. Es ist fucking Entei GX. Leute, guckt euch das an. Die Kamera will gerade nicht fokussieren. Jetzt, da ist es für eine Sekunde. Willst du bitte Kamera? Ich möchte, dass man das lesen kann. Die Kamera möchte nicht. Fucking Entei GX. Super nice. Du kriegst direkt eine Hülle. Wo ist meine Hülle? Da ist meine Hülle. Da ist nicht meine Hülle. Da ist meine Hülle. Sehr geil. So, nächstes. Rayquaza. So. Codekarte 1, 2, 3, 4 nach vorne. Wir haben eine Unlichtenergie. Bisaflor. Sieht auch nicht, wobei 4 Energiekarten für 90er Solarstreif für eine dritte Entwicklung. Was ist denn die Fähigkeit Dschungelherrschaft? Jeder in einem Pokémon angelegte Pflanzenbasisenergie liefert 2 Pflanzenenergiekarten. Ah, du kannst immer nur jeweils eine Fähigkeit Dschungelherrschaft einsetzen. Okay, dann ist Solarstrahl vielleicht doch nicht so schlecht. Allerdings ist es auch ziemlich gut für auf die Bank, glaube ich. Wir haben Arbok. Wir haben Fuegro. TT, 180er Flammenblitz. Aber dafür musst du alle Feuerenergiekarten auf den Ablagestapel legen. Naja. Trotzdem, nicht so schlecht. Wir haben ein Fililu. Plusl. Flunschlick. Minun. Bamelin. Ein Shiny Kanimani. Und ein Viridium. In glitzernd. Wundervoll. Sehr schöne Karten bis jetzt. Ich bin sehr zufrieden. So, 1, 2, 3, 4 nach vorne. Zack, zack. Wir haben eine Feenenergiekarte, Elektroball. Superball. Doppelfarblos-Energie. Mizunda. Zurokex. Baldurfisch. Kurtel. Minun. Wir haben ein glitzerndes Flamiao. Sehr schön. Und ein Yveltal. Auch cool. Kann es sein, dass die Rare-Karte hinten immer eine legendäre, also ein legendäres Pokémon ist? Wir hatten jetzt Palkia, wir hatten Viridium, wir hatten Yveltal und wir hatten das Entei GX. Ich habe das Gefühl, das sind immer irgendwelche legendären Pokémon. So, Codekarte. 1, 2, 3, 4. Nach vorne. Eine Stahlenergiekarte. Bojolin. Venufliebes. Tausch. Baldurfisch. Kurtel. Soll vielleicht wieder näher an die Kamera rangehen. Minun. Rosana. Bisaknosp. Wir haben eine glitzernde Wasserenergiekarte. Und wir haben. Oh mein Gott! Es ist. Ah! Oh mein fucking Gott! Es ist das Entei GX in. Ah, wie heißt das? Es ist die. Ich weiß gar nicht, wie die Karten heißen. Ich habe die bis jetzt nur. Ich habe so eine Karte noch nie in echt gesehen. Alter Schwede. 74 von 73. Ah! Männlicher Stöhner. Guckt euch das an. Alter, wie geil. So, kommt direkt in die Hülle zu Entei. Das hat sich jetzt schon gelohnt und wir haben noch einen Arsch voll Booster vor uns.
als nächstes. Also was habe ich jetzt wieder aufgemacht? Noch ein Rayquaza. Wie viele Rayquaza habe ich denn? So, Codekarte 1, 2, 3, 4 nach vorne. Wir haben eine Kampfenergie. Golgantis. Ein Energiezugewinn. Cleopada oder Cleopada. Noch ein Flammiau. Ignivor. Felilu. Tyrakrok. Oh! Guck mal, das Artwork ist voll goldig. Das mag ich. Wir haben ein glitzernden Energiezugewinn und ein Zekrom. Aber meine Theorie scheint sich zu... Hallo, fokussiere. Kamera? Kamera mag das Zekrom nicht. Gut, Zekrom ist jetzt auch eins von den Legendären, die ich weniger mag. Du brauchst nicht auf den Hintergrund zu fokussieren. Da, jetzt hatten wir es gerade. Es ist auch eins der Legendären, die ich weniger mag, aber trotzdem, meine Theorie scheint sich zu bewahrheiten. Bis jetzt waren die Rares immer legendäre Pokémon. Nach vorne. Eine Psycho-Energie-Karte. Golgante. Ich sehe jetzt gerade erst, guck mal, im Hintergrund von Golgantes. Da links hinten. Fokussier bitte. Kamera. Ich habe leider keinen Knopf zum automatischen Fokussieren. Da im Hintergrund fliegt ein Reshiram. Seht ihr das? Da. Hallo, Kamera. Nicht auf meine Hand fokussieren. Da im Hintergrund fliegt ein Reshiram durch die Gegend. Energiezugewinn, ein Cleopada, Zoroa, Flamiau, Baldorfisch, Knilz, Golbit. Wir haben eine glitzernde Tauschkarte und ein Keldeo. Meine Kamera will nicht auf die Rare-Karten fokussieren. Na ja, gut. Ich lasse die Kamera mal. Die macht schon genug Arbeit. So, die Hälfte haben wir, oder? Moment, ich habe schon mehr als die Hälfte. Ich habe nur noch 3 Booster. Oh. Gut. Dann 1, 2, 3, 4. Wir haben eine Pflanzenenergiekarte, ein Iro-Keks. Oh, neue Karte, sehr cool. Energie zu gewinnen. Doppelfarblose Energie. Kapilz. Voltoball, Flammiau, Felilu, Zoroa, ein glitzerndes Rettern und Mewtwo GX. Leute, schaut mal. Sehr geil. Super nice. Super coole Karte. Pickt direkt ihre... Ich will immer zu diesen Zwischendingern hier greifen. Statt zu den Hüllen. Sehr cool. So, dann haben wir noch 2 Booster vor uns. Codekarte 1, 2, 3, 4. Nach vorne. Wir haben eine Feuerenergiekarte. Krypuk, auch schon wieder ein neues Pokémon. Sehr cool. Pokémon-Züchterin. Ein Elektroball. Tyrakrok. Zuro-Keks, Mizunda, jetzt habe ich die ganze Entwicklungsreihe, cool. Plusse, Bamelin, eine glitzernde Feuerenergiekarte und noch ein Zekrom. Nice, sehr cool. Oh, der letzte Booster kommt ab. Da muss nochmal was Geiles drin sein. Will nochmal was richtig Geiles haben für den Abschluss. 1, 3, 4, nach vorne, zack, zack. Eine Psychoenergie, ein Ramot. Ramot ist cool. Was hast du als Fähigkeit? Aber wenn du deines Zuges, kannst du deinen Gegner dazu anlassen, sein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf seiner Bank auszutauschen. Okay. Krypuk. Eine Pokémon-Züchterin. Noch ein Mizunda. Ein Plusse. Bamelin. Kanimani. Kurtel. Ein glitzernden Hyperball. Und die letzte Karte heute. Ein Shiny Genesect! Leute! Wie geil! Du kriegst auch eine Hülle. Du
kriegst definitiv auch eine Hülle. Shiny Genesect. Super cool, du kannst dich... Ich glaube, das ist erst die zweite Shiny-Karte, die ich habe. Es gab mal früher, das habe ich, das schimmernde Celebi gab es ganz früher mal. Und dann gab es noch eine Karte von einem Shiny Driftlon. Das kenne ich, weil das ein Kumpel von mir hat. Und jetzt halt in dem Set Shiny Ho-Oh. Stimmt, dann habe ich theoretisch drei. Unsere beiden Shiny Pulls. Dann Entei, Mewtwo GX und natürlich, Alter, das hat sich doch gelohnt. Leute, das hat sich doch gelohnt. Außerdem haben wir diese sexy Box dazu, wo ich gleich mal Karten einsortieren werde. Die gefällt mir super gut. Waren das alle Booster? Ich glaube, das waren alle Booster. Da habe ich hier irgendwo noch was rumliegen, was ich übersehen habe. Nein, es scheinen alle gewesen zu sein. Gut, dann hoffe ich, dass das Ganze euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen wäre ein Träumchen. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Lasst doch ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder viel zu viel Geld für Pokémon-Karten ausgebe. Bis dahin. Und ciao, ciao.